Hallo Freunde, heute ist ein richtiger Montag, der sich auf Dienstag verschoben hat. Also heute ist 2. Mai, gestern war ja Montag, Tag der Arbeit, 1. Mai, heute ist 2. Mai. Jetzt wollte ich hier zusehen, dass ich heute mein Maisland hier fertig kriege. Jetzt habe ich folgende Problematik. Ich führe einmal vor. Strom, alles volle Pulle da. Und jetzt? Karre springt nicht an. Ich wollte morgen schon Kalk streuen. Das musste ich dann halt, wollte ich mit der Karre hier machen. Musste ich ja jetzt zwangsläufig mit dem 411er machen, weil er hier nicht angesprungen ist. Ich habe erst gedacht heute Morgen, es ist die Batterie. Dann habe ich versucht zu überbrücken. Mit dem 411er kam ich nicht ran. Dann mit dem 70er Dolz da neben mir. Bin hier da vorne so schräg in die Halle rein und habe dann halt einfach versucht. Und ja, habe die Karre auch gleiches Problem. Habe die Karre nicht ans Laufen gekriegt. Also am zu wenig Strom kann es halt irgendwie nicht liegen. Naja, aber trotzdem ein Ladegerät dran gemacht. Das ist ja jetzt auch schon seit heute Morgen 8 Uhr ist es da dran. Wir haben es jetzt 12 Uhr, also schon eine Weile. Jetzt wollte ich die Karre eben wieder starten und anfangen zu grubbern. Und ja, ihr seht, es funktioniert nicht. Jo, naja, ich dann bei der Fachwerkstatt angerufen, da kommt gleich einer her. Die bringen eine neue Batterie mit. Ich glaube aber nicht, dass es an der Batterie liegt, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass Anlasser bei diesen Schleppern hier so eine kleine Krankheit ist und dass das hier möglicherweise der Anlasser ist. Der hat auch immer so komische Schrabbelgeräusche gemacht, wenn man die Karre angestellt hat. Und ja, keine Ahnung, ich vermute mal, dass es der Anlasser ist. Morgen kommt auf jeden Fall der Maisleger und ich muss heute noch da meine 25 Hektar Maisland fertig machen. Und das ist halt irgendwie blöd. Weil das setzt mich ganz unter Druck, aber keine Ahnung, hoffentlich haben die einen Anlasser liegen und hoffentlich kriegen die Karre hier heute in Gang, dass ich das morgen früh fertig habe und dann muss ich heute halt einfach ein bisschen länger machen, Trecker halt ja Licht, ne? Jo, das ist jetzt auf jeden Fall die aktuelle Situation. Ich warte jetzt darauf, dass der gute Mann hier mit seinem Service-Bulli hier auftaucht und ja, mir meinen Trecker wieder ans Laufen bringt, dass ich hier gleich richtig loslegen kann. Ansonsten muss ich mir von woanders einen organisieren, dass ich das heute auf jeden Fall fertig kriege, weil morgen kommt der Maisleger. Ist auch höchste Eisenbahn, dass der Mais jetzt mal in die Erde kommt. Wir haben noch nie so spät Mais gelegt. Sonst waren wir Ende April mal mit Maislegen immer durch. Normalerweise hätten wir jetzt erst einen Schnitt gemacht, aber es ist insgesamt auch dieses Jahr sehr kalt. In der Weide steht noch gar nicht so viel drin, aber ich glaube, da kommt auch nicht mehr viel zu. Ich mähe das jetzt irgendwie die Tage einmal und dann, also morgen höchstwahrscheinlich, während der Maisleger am Legen ist. Und dann Donnerstag silieren und dann den letzten Mais, wo die Ackergrasfläche ist, halt da dann mit Strip-Till den letzten Mais reinlegen. Das ist so der Plan, den wir haben. Gut. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Situation. Ich melde mich später, wenn es wieder läuft. Oder auch nicht. Hallo Freunde, es ist dunkel, ihr seht mich nicht. So, mit dem Rotlicht ist es ein bisschen besser. Es ist mittlerweile 21.16 Uhr, der Schlepper läuft wieder, der Anlasser war kaputt, das ist bei den Modellen hier irgendwie so eine kleine Krankheit und der Anlasser wurde aber getauscht und jetzt läuft es wieder. Ich bin jetzt seit 15 Uhr bin ich am Grubbern und ja, habe jetzt etwas über die Hälfte schon fertig. Also ich habe jetzt gar nicht mehr so viel vor mir. Insgesamt muss ich irgendwie knapp 25 Hektar hier grubbern. Die anderen, der Rest, da stehen, also der Rest sind dann noch etwas über oder knapp 4 Hektar Grünland, Ackergras, die noch gemäht werden müssen. Das mache ich morgen. Und ja, da wollen wir dann Strip-Till reinmachen und da dann den Mais reinlegen. Das ist so der Plan. Ich merke auch schon, dass ich irgendwie langsam müde werde. Letzte Nacht ein bisschen kacki geschlafen. Und das merkst du aber direkt. Also, ich könnte gleich ein Heierchen machen, aber ja, es ist jetzt ja 20 nach 9. Gleich, ich fange jetzt gleich dagegen über auf der großen Fläche noch an, macht er irgendwie so bis 10, halb 11 oder so. Und dann habe ich
genug vorausgearbeitet, dass ich morgen, wenn der Maisleger morgen früh kommt, ich glaube, der kommt eher gegen Mittag. Also da bin ich dann locker voraus. Und ja, deswegen mache ich mir da gar keine Gedanken, dass das morgen früh dann für mich stressig wird. Deswegen muss ich jetzt auch nicht irgendwie die Nacht durchzaubern. Man sieht jetzt halt leider nichts mehr. Ich hatte halt eben irgendwie so vor viel am Telefonieren, hatte den Kopf irgendwie ein bisschen woanders. Einfach weil so diese Jonas Ems Geschichte halt irgendwie, also viele Kommentare da kommen, viele Nachrichten. Da war ich halt einfach, habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Ich möchte auch noch mal auf sein Video eingehen, habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Und ja, also ihr seht, also es ist halt, ich bin jetzt hier am Vorgewende, es ist wirklich sehr sandig. Und der Sand, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht, schiebt sich da halt vor der Walze auch wieder auf. Das hatte ich ja bei den Zuckerrüben auch schon das Problem. Da hat mir dann auch einer gesagt, ja, da musst du eine andere Walze nehmen. So eine Ringpacker-Walze. Die hatten wir tatsächlich zur Vorführung, die geht noch schlechter. Also da ist es so, dass die halt einfach wirklich in diesem leichten Boden einsinkt und sich dann von innen auch mit Sand verfüllt und dann komplett blockiert und dann schiebst du alles in den Haufen. Also diese Ringpackerwalze ist halt einfach noch viel schlimmer oder geht noch viel schlechter. Und die Empfehlung war halt einfach wirklich diesen Reifenpacker zu nehmen, weil der sich auch auf unseren Sandböden am besten oben überhält. Das hätte ich angerufen, da habe ich jetzt aber gar keine Lust zu. Naja, ich mach mal hier, Güste, hier meinen Part hier noch fertig und dann sehen wir uns morgen früh wieder in alter Frische. Leute, ihr hört es summen. Ein Gebläse. Der Maisleger ist da. Die erste Bahn außenrum rum. Ist schon fertig. Jetzt habe ich nur noch 29% Akku wieder. Ich habe doch gerade gestern Abend 9 reingemacht. Was ist das denn hier? Oh. Ich sage euch, das liegt an diesen billigen China-Akkus, die ich da reingebaut habe. Naja, es ist wie es ist. Ja, ihr seht es, wir legen wieder mit der Lemken Azurit-Maschine, oder der Azurit 9 ist es ja, die Körner immer so im Versatz legt, so links, rechts, immer so im Dreieck. Ne, das sieht man hier auch. Hier, diese Bahn ist hier die Bahn, wo die Körner abgelegt werden. Und ne, also immer auf dieser Seite und auf dieser Seite wird ein Korn abgelegt und dann immer so im Dreieck. Also hier wird eins abgelegt, da wird eins abgelegt, da wird eins abgelegt, da wieder hier, dann wieder da, dann wieder da, dann wieder. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Vorteil von der ganzen Sache soll sein, dass hier einzelne Pflanzen mehr Platz haben, sich dadurch dann besser entwickeln können und das soll dann den Ertrag steigern und jede Pflanze dann auch mehr Platz für Wurzeln und so weiter hat. Und ja. Speziell habe ich da eigentlich, wenn ich jetzt mal so nachdenke, keine Erfahrung, ob das jetzt wirklich so einen Unterschied ausmacht. Also man müsste mal auf einer relativ homogenen Fläche, wäre ja mal ganz interessant, da einen Versuch anzulegen. Auf der einen Seite
legt man es halt mit dem Azurit-System hier im Dreiecksversatz und auf der anderen Seite ganz normal. Und dann einfach mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Wäre ja mal ganz interessant. Und dann halt alles gleich machen. Bodenbearbeitung gleich, Düngung gleich. Ne, nur halt der Unterschied, dass man das halt legt. Und dann halt wirklich dann getrennt häckseln und dann sehen, ob da ein Unterschied zu festzustellen ist. Wäre mal interessant. Vielleicht hat da auch schon jemand Erfahrung. Der kann das ja einfach mal in die Kommentare schreiben. So Leute, ich muss jetzt an dieser Stelle den Vlog leider beenden. Ich habe nur noch 4% Akku. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich kann jetzt zusehen, wie die Batterie hier sinkt, ey. Ich kaufe jetzt nur noch Originalteile.